Kammerdichter, der hat dann den Namen Blotschenmarkt geprägt. Also Blotsche heißt so viel wie Holzschuh. Blotsche ist eigentlich das Wort für Holzschuhe. Als Ostpreuße würde ich sagen Klumpe, nicht? Herr Jülich, nun zur Geschichte dieses Blotschenmarktes. Es ist ja kein gewöhnlicher Markt, kein gewöhnlicher Verkaufsmarkt. Wie hat denn alles angefangen und was steht dahinter? Welche Idee? Ja, sicher. Also am Anfang war es eine kleine Kuriosität, wenn ich das so sagen darf. Die Werbegemeinschaft des Mittmanner Einzelhandels wollte eine bessere Weihnachtsbeleuchtung haben. Und der Rat der Stadt Mittmann, der war da mal ja, mal nein, aber letzten Endes kam die Zustimmung. Aber damit war auch die Auflage verbunden mit den 20.000 Mark, die für eine Verbesserung der Weihnachtsbeleuchtung zugestanden wurden, auch einen Weihnachtsmarkt zu verbinden. Und die Väter dieses Marktes hatten dann schnell die Idee, abzukommen von den üblichen Weihnachtsmärkten. Hier sollten eingebunden werden karitative Verbände, am Ort ansässige Vereine. Wer ist das zum Beispiel? Ja, beispielsweise haben wir hier das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk, Dritte Welt, ein Jugendstand, nicht, dass die Arbeiterwohlfahrt. Also wer profitiert von diesen? Von dem Erlös? Ja, also da stimmen wir eigentlich alle in der Zielsetzung überein. Alles, was an Überschüssen an diesen Ständen, an den Karitativen erwirtschaftet wird und was auch die Vereine für sich dann aus der Kasse herausnehmen können, das geht für gemeinnützige Zwecke. Wer ist das? Ja, an sich ist das nicht bei uns sehr nahe, nicht? Wir sehen das Schild Benninghof hier im Hintergrund, nicht? Und das ist eigentlich in vielen Jahren, der Blotschenmarkt wird jetzt zum 14. Mal durchgeführt. Und in diesen allen Jahren war uns das Anliegen, einen Teil der Überschüsse Benninghof zukommen zu lassen. Vielen Dank, Herr Jülich. Und die Behinderten, die von diesem Erlös hier profitieren, bedanken sich auf ihre Weise. Und hören wir doch einfach mal zu. Die Behinderten machen nicht nur Musik, sondern sie fertigen auch Geschenke für Weihnachten, die sie dann hier verkaufen. Herr Pastor Herrmann, Sie sind der Leiter der Einrichtung Benninghof. Behinderte leben ja nicht nur zu Weihnachten, obwohl wir uns gerade in dieser Zeit sehr gerne an Sie erinnern. Was machen Sie denn das ganze Jahr über? Zum Benninghof gehören nicht nur Wohnstätten für Behinderte, sondern auch Arbeitsstätten. Und wo wir nun mal hier auf dem Blotschenmarkt stehen, möchte ich in dem Zusammenhang zunächst unsere Gärtnerei erwähnen. Wir haben hier auch einiges stehen, vielleicht zeigst du uns mal was davon. Ja, Jürgen, würdest du mal was bringen, was die Gärtnerei gemacht hat? Das hat rot gemacht, aus Ton. Das kann man sehen, das ist Tonarbeit. Und vielleicht nimmst du noch mal was von der Gärtnerei, dann können wir das nämlich gleich mal ansprechen. Herr Pastor Herrmann, vielleicht erzählen Sie mal weiter. Ja, in der Gärtnerei wird namentlich vor Weihnachten viel Adventliches gebastelt, auch Trockengestecke. Aber die Gärtnerei ist ein Betrieb, in dem übers ganze Jahr viele Behinderte des Benninghof beschäftigt werden. Und wir freuen uns sehr darüber, dass die Gärtnerei von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch findet, auch als Ort, wo man günstig einkaufen kann, wo Ware angeboten wird, die allgemein Anklang findet und die sehr geschätzt ist in Mettmann. Ist die Einrichtung Benninghof überhaupt sehr beliebt, sehr angenommen hier von der Bevölkerung? Das ist ein Prozess. Und
Ich denke, dass von Jahr zu Jahr man Ihre Frage eher bejahen könnte. Und dazu hat ganz gewiss auch beigetragen, dass wir als eine vollstationäre Einrichtung mit all den Belastungen, die das auch mit sich bringt, ich nenne nur mal das Stichwort Gegenwelt oder Ghetto, wovon oft in diesem Zusammenhang geredet wird. Kann ein solcher Weihnachtsmarkt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, auch dazu beitragen, dass diese Ghetto-Mentalität abgebaut wird? Gerade das ist es, was wir hier vom Blotschen Markt her als den größten Gewinn ansprechen wollen. Wir sind einfach dabei, dazwischen. Sie haben die Musikkapelle gehört. Die Musikkapelle, die hier auftritt, tritt auch im Laufe des Jahres an anderer Stelle auf. Sie ist gefragt, sie findet Anklang. So wie die ihren Auftritt außerhalb Benninghof bekommen, so kommen andere in den Benninghof, weil sie über die Musikkapelle meinetwegen mal Kontakt damit bekommen haben. Man kann ja auch sagen, Weihnachtszeit, Mitleidszeit, haben die Behinderten eigentlich so wie Manager ihre Termine auf Weihnachtsmärkten. Ist das etwas, was eigentlich in Ihrem Sinne sein kann? Sie spielen auf ein etwas böses Wort an. Behinderte haben in der Vorweihnachtszeit einen Terminkalender wie Manager. Richtig ist, dass auch uns Angebote von Gruppen, von Besuchern in der Vorweihnachtszeit besonders zahlreich ins Haus stehen und im Januar ebbt es dann meistens ab. Wir müssen dann auch vor Weihnachten manchmal die Türe zumachen, obwohl wir bei anderer Gelegenheit uns sehr freuen, wenn jemand kommt. Aber es ist nicht nur die Vorweihnachtszeit, die Beziehungen, die Bekanntschaften, die Kontakte, die hier geknüpft werden, die reichen vielfach durchs ganze Jahr. Und darum, denke ich, ist auch das besondere Interesse in der Vorweihnachtszeit nicht isoliert zu sehen auf diese 8 Tage Blotschenmarkt. Vielen Dank, Herr Pastor Herrmann. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Wir haben für Sie jetzt noch einen kleinen Leckerbissen vorbereitet, nämlich eine richtige Versteigerung. Und was sollte man auf einem Weihnachtsmarkt anders versteigern als einen? Na? Einen Weihnachtsbaum, meine Damen und Herren. Und ich sage, dieser Weihnachtsbaum, es lohnt sich, dass Sie den ersteigern. Den haben wir vorher ja schon dran gesungen. Das hat sie also gut gemacht. Super Sendung. So. Und ich darf bitten, es ist für einen guten Zweck. Machen Sie Ihr Herz, machen Sie Ihr Portemonnaie auf. Wer bietet für diesen Weihnachtsbaum 1 Mark? Wer 1 Mark? Hier, von hier wird 1 Mark geboten. Dort sind es 2 Mark. 2 Mark. 3 Mark bieten Sie. 3 Mark für so einen Weihnachtsbaum. Dort hat ja keine Lust zu singen. 3 Mark. Mehr als 3 Mark. 3 Mark. Ich biete 4 Mark. 4 Mark. Na ja, man muss da drin. 5 Mark. Für 5 Mark. 5 Mark zum ersten. 5 Mark. 6 Mark zum ersten Weihnachtsbaum mit Blotschenmark 85. 6 Mark sind geboten. 6 Mark zum ersten. 6 Mark zum zweiten. 6 Mark und 7 Mark sind geboten. 7 Mark. Sie waren zu spät. 7 Mark zum ersten. 7 Mark zum zweiten. 7 Mark. 8 Mark zum ersten. 9 Mark wollten Sie bieten. 9 Mark zum ersten, zum zweiten und zum 10 Mark. Besser mit 10 Mark. 10 Mark bei Ihrem Gehalt. Mein Gott. 12 Mark. 12 Mark sind geboten. 12 Mark zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Weg. Da ist die Tannenbaum. Ja, Halleluja. Geht das hier rund. So, Weihnachtsbaumversteigerung. Wir haben nicht nur einen Weihnachtsbaum, wir haben auch einen Bär. Das ist eine bärische Sache hier in Mettmann, Blotschenmarkt. Bär, Bär, meine Damen und Herren, 5 Mark, wer will ihn haben? 5 Mark zum Ersten, 5 Mark, Bär, bitte, was, wo? 6 Mark sind geboten, 6 Mark, 20 Mark sind geboten. 20 Mark, meine Damen und Herren, 20 Mark zum Ersten, 20 Mark zum Zweiten. Oh, wie viel? 21, es fängt an zu sparen. 25, 25 zum Ersten, 25 zum Zweiten und keiner mehr als 25, bitte. 25, 25 Mark waren Sie zum Ersten, zum Zweiten und 30 Mark zum Ersten. Sie haben ein Herz. 30 Mark, 35 zum Ersten, zum Zweiten und zum 35 zum Dritten. Da hätte. Hesse den Bär. Bitteschön. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf die Hauptversteigerung, die hier am Sonntagnachmittag auf dem Blotschenmarkt stattfindet. Wir haben es schon gesagt, ein Teil des Erlöses geht in die Behinderteneinrichtung Benninghof. Jürgen, Sie leben in Benninghof. Erzählen Sie uns doch mal, was machen Sie denn mit dem Geld, was Sie hier erwirtschaften? Ja, ich lege das Geld bei mir an die Seite. Wenn ich was brauche, dann hole ich mir das und kaufe mir was. Also Klamotten oder eine Anlage. Und dann auch für die Freizeit.
Roland, was machen Sie mit dem Geld? Ja, was ich damit mache, ich hole mir ein neues Mofa, ja. Und hole auch ein paar Anziehsachen, was ich so brauche. Und auch, oder eine Cafeteria, ja. Da trinke ich schon Kaffee, ja. Und ist auch sehr billig, da oben zu essen. Und auch Kaffee trinken ist so billig darüber. Und dann, was ich noch mit dem Geld mache, ich brauche das auch. Ich arbeite auch dafür, ja, in der Landwirtschaft. Und ich finde das gut, dass man überhaupt Arbeit hat, ne? Fahrt ihr mit dem Geld auch in Urlaub? Macht ihr Ferien damit? Ja, wir fahren auch in Urlaub. Spanien. Oder werden dann auch so Kleinbusse, glaube ich, angeschafft? Ja, manchmal fliegen wir. Oder wir fahren auch mit den Busse, ne? Gut, dann hoffe ich, dass ihr sehr viel hier einnehmt in dieser Woche noch. Das war unser Fenster aus Düsseldorf vom Blotschenmarkt in Mettmann. Ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen Spaß gemacht. Wir hatten zwar keinen Schnee, aber trotzdem hoffe ich, dass Sie sich kurzweilig unterhalten haben. Wir wollen uns verabschieden mit ein paar Takten Musik von der Skiffel-Gruppe. Jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. Grenzwacht stabil. Guten Abend und auf Wiedersehen. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, and when the stars refuse to shine, and when the stars refuse to shine, oh Lord, I want to be in that number. When the stars refuse to shine, and when the trumpets sound the call, and when the trumpets sound the call, oh Lord, I want to be in that number. When the trumpets sound the call, and when the sun begins to shine, when the sun begins to shine, oh Lord, I want to be in that number. When the sun begins to shine, yeah.